Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill 3. Heute an diesem Freitag tatsächlich. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich nicht weiß, wann es weitergeht, aber jetzt hat sich diese Möglichkeit ergeben und jetzt sitzen wir einfach hier und machen weiter. Ganz kurz meinen Stuhl ein bisschen nach unten fahren. Wir sind in dem Untersuchungszimmer. Das heißt, wir sind noch im Krankenhaus, wie ich die ganze Sache hier sehe. Jo. Wir sind im Krankenhaus. Ich habe gerade echt null Erinnerung. An was ich mich erinnern kann, ist, dass es bei Silent Hill 2 wohl das Speichermenü, wie das aussah. Je nachdem hat man dann dieses Ende bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, ob es hier zwei Enden gibt. 3, 4, 6. Ja, was machen wir jetzt mit dir, Heather? Ich hätte mich vielleicht mal, ja, ne? Also wir sehen es hier im bösen Silent Hill. Was ist das? Dr. Midkiff. Er sollte auch im Krankenhaus seine religiöse Freiheit haben, aber er sollte anderen nicht seinen Glauben aufzwingen. Auch ich bin ein Opfer. Gerüchten zufolge wurde er hier eingeliefert, nachdem er jemanden bei einem religiösen Streit erstach. Seien Sie vorsichtig. R. Crosby. Crosby? P.S. Das Gerücht entspricht der Wahrheit, sagt jedenfalls der Chefpfleger. Ich bin aber der Meinung, dass er ansonsten ein guter Mensch ist. Sehr umgänglich. Okay, ich gucke mal auf die Karte. Ja, da brauchst du nicht so aufdrehen. Wir gucken jetzt einfach mal auf die Karte. Ah, ich weiß, was hier los ist. Okay, alles klar. Ich weiß, was hier gerade Phase ist. Und zwar, wir müssen da unten bei dem Dayroom, da hat sie ja was ganz Krakeliges hingemalt, wie so eine Lehrerin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Also wir müssen hier raus. Ja, da kommen wir nicht raus. Okay, wir gehen hier raus. Rechts rum, geradeaus und rechts rein. This is it. Wie schieße ich nochmal? So auf jeden Fall nicht. Schieße ich. Ich weiß nicht, was sie da macht, aber sie macht auch irgendwas. Was ist das? Ach ja. Wie heißt das? Nicht Polka. ist Square Dance? Nee, nicht Square Dance. Wie heißt denn das? Was sind ja nicht die anderen? Oh Gott, das fängt schon wieder gut an. Die Cowboys. Okay, ich habe die da gesagt, rechts rum. Da liegt schon eine Tote. Ach, die haben wir schon umabgemurkst, okay. So lange ist es doch gar nicht her, dass ich gespielt habe. Ich freue mich schon so. Heute kam auf dem Kanal Astrobot. Oh. Niki ist verwirrt. Mal wieder. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. 18 Uhr ging es los. Ach, ich bin zu weit abgebogen. Ich wage mal jetzt in die Zukunft zu schauen, weil ich habe es noch nicht aufgenommen und sage, es ist wirklich sehr schön. Ich habe es nur hier. So, Mademoiselle. Hier, die haben wir schon niedergeknüppelt. Oh nee, ey, gar keinen Bock drauf. Was siehst denn du da? Da liegt ein Zettel. Ich komme zu dem Zettel. Hä? Wie komme ich denn da hin? Kennen wir den Zettel schon? Ich glaube, wir kennen den Zettel schon. Aber ich will erstmal, wenn wir hier jetzt eine Folge aufgenommen haben, nehmen wir erstmal zusammen Black Myth Kong auf. Die Erkältung hat mich ganz schön aus meinem Aufnahmestundenplan rausgeworfen. Und dann Astrobot. So, was ist jetzt hier? Ich glaube, wir kennen diesen Zettel schon. Lies mal. Ich will bei was zum Stanley. Oh, oh. Die Welt ist voller unnötiger Menschen. Es ist Gottes Entscheidung, dass ich kämpfe, als ein Ehrenritter, als ein Beschützer des Siegels, opfere ich mich dem Blut der Kriminellen. Okay, alles klar. Tu das mal. So. Was ist los? Warum ist hier wieder Ego? Was ist eigentlich der richtige Ausdruck?
Ego-Perspektive oder First Person? Das ist beides dasselbe, oder? Nein! Schlatsch dich tot, glaube ich. Warum ist es denn wieder so eklig? Ist das eigentlich zu laut für mich? Ich weiß nicht. Ich okay, cool. Happy Birthday. Ach nee, Happy First Birthday. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Oh, danke schön, vielen Dank. Das Schloss ist kaputt. Mal wieder. Okay, hier ist wieder eklig. Hier, ich sehe nichts. Ist hier eine Tür? Schloss kaputt. Okay. Examine Garden. Ist im Garten wahrscheinlich alles eklig. Schloss ist kaputt. Oh nein, ey. Oh nein, warum sind hier zwei? Oh, drei. Was ist hier los? Lass mich. Halt, stopp. Hört auf, mich zu hauen. Ich fass es nicht. Was müssen wir mit dem Blut machen? Ich habe sie mit Blut aus dem Behandlungsraum gefüllt. Ich trage sie nur ungern mit mir herum. Warum tragen wir sie miteinander mit hier herum? Hä? Nein! Hör auf! Da brauchst du nicht nicken. Oh. Hier ist noch eine. Ist die andere auch schon hinüber? Nee, die steht nochmal auf hier. Nee, die ist doch hinüber. Okay. Patron. Oh nee, ich hasse die hier. Neuladen. Okay. Neuladen. Ausrüsten. So. Uns geht's fast gut, glaube ich. So, jetzt geht's uns gut. Sieht sie hier? Was sieht sie denn? Ah, da liegt etwas auf dem Boden. Ist das eine Geburtstagskarte? Herzlichen Glückwunsch zum 38. Geburtstag. 14 plus 7 plus 17 ist 38. Aber das ist nicht mein Geburtstag. Was willst du mir damit sagen? 14 plus 7 ist 21, plus 17 ist 38. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall stimmt das. Muss jetzt hier mal ein bisschen gucken. So, dann gehen wir mal ins erste Bad. Wo ist denn hier eine Tür? Ich sehe überhaupt nicht, wo die Tür ist. Hä? Hier ist nirgendwo eine Tür. Ich rede dich. Deswegen. Ich rede die ganze Zeit die nicht vorhandenen Türen an. Hier haben wir eine Bar. Hier was? Hier ist eine Kante. Oh, Mist. Ah. Ja. Erstmal lesen. Hier ist ein Zeremonieding. Willst du das nicht lesen? Heather, meine Gute, lese mal bitte. Der Titel lautet Verlorene Erinnerungen. Ein Charakteristikum, nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt, ist das rituale Opfer. Rituelle Opfer? Bringe Gebete dar und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl. Tränke den Altar mit dem Blut, das Rot aus dem Herzen spritzt, um Gott zu preisen und Treue zu bekunden. In einem anderen Opferritus im gleichen Buch beschrieben, wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Das kennen wir schon.
Dies war eine würdevollere Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden. Bei den Religionen in dieser Region findet sich kein mit der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen vergleichbarer Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Okay, deswegen haben wir den Beutelblut, oder was? Erstmal hier. Ich habe dieses Zeichen auf den Trennwänden im Krankenhaus gesehen. Aber das ist anders, als wäre es vor langer Zeit gezeichnet worden. Irgendwie seltsam. Und doch vertraut. Zimmer C4. So. Da ist eine Bahre, aber keine gewöhnliche Bahre. Hier sieht mehr aus wie ein Altar. Brennende Kerzen, ein Messer und ist das der Geruch von Blut? Haben Sie dieses Bild angebetet oder etwas in diesem Bild? Ja. Okay, wer hat diese Kerze angezündet? Das ist eindeutig was für unser Blut. Ist der Raum abfällig? Hä? Wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Oh nein! Kann ich nochmal laden? Verdammt, kann ich ihn laden? Ich will nochmal rausgucken. Option. Laden ist nicht. Mist. Okay, das ist jetzt doof. Also, wir haben jetzt diese anderen Dinger da nicht abgesucht. Ich hoffe, da war nichts Schlimmes oder war nichts, was uns irgendwas bringt. Ich kann jetzt auch nicht laden, sonst muss ich die komplette Aufnahme unterbrechen. Und ich glaube, hier kann man nur speichern, gell? Ja. Okay, wir müssen mal mit meinen Entscheidungen jetzt hier leben. Ja, hoffen wir einfach mal, dass das so sein soll. Vielleicht sterbe ich ja. Dann können wir nochmal gucken gehen. Aus wie was wir schon kennen irgendwie. Was ist links das? Seht ihr das? Oh nee, ein Endgegner. Heather? Hä? Was? Ja? Yeah? Ich höre gar nichts. Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. Ha! Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful. But first, one must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Heather? Yeah.
Sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. What is this seal thing anyway? Don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine. I was appointed by God to be its guardian. The only thing you'll get from me is a gruesome death. Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway. Ja, die sind hier echt alle beknackt. Sollen wir das sterben lassen? Dann können wir das nochmal ablaufen. Was macht denn der für Angriffe? Wie viel Schaden macht er uns? Wir müssen das jetzt erstmal so machen. Entschuldigt bitte, dass ich nicht rausgegangen bin, aber ich würde gern wissen, was hier eigentlich abgeht. So, also er hat mich zweimal getroffen. Ja, dann wäre mal gelb bei zweimal Treffen. Das ist komisch. Komm, wir laufen mal ein Stück. Oh, der ist wirklich sehr, sehr langsam. Okay. Wir können ja uns mal von hinten angucken, bevor wir hier gegen ihn kämpfen. Das ist halt eine Leonard. Ich habe erst gedacht, ey, wir können ihn gar nicht von hinten angucken. Hallo? Herr von und zu. Bitte so, er hat hinten ein komisches Zeug dran. Ach, hinten hat er diese komischen Zahnräder da. Kann das sein, dass wir den da vorne... Also wir sind sehr langsam auf jeden Fall. Das sind ja nicht der Gegner, ne? Ah ja, okay. Schieß mal auf, wo bist du? Mache ich dem irgendwas, wenn ich das hier mache? Ach ja, okay. Hier, du darfst mich schon angreifen, bitte. Ob wir den sogar mit der kleinen Knifte dann umbringen können? Das ist 6 Mal, würde ich sagen. Game over. So, jetzt können wir auch ein Spiel laden. laden. Zimmer C4. Wir gehen gleich nochmal raus, gucken. Ladevorgang abgeschlossen. Dann hören wir uns seinen Quatsch nochmal in lauter an. Aber es ist allgemein recht leise, muss ich sagen. So, hier ist nämlich kein Loch da hier. Gucken wir mal, was ich hab hier. Ich ahne, was hier abgeht. Ich drücke die Aufzugtaste und nichts geschieht. Da ist eine Tür. Wer hätte das gedacht? Oh Mann, ey. Hätte ich mich sogar anstrengen können. Ja. Okay. Ja, doof. Rein. Soll man ihn mit der Schrot umhauen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Brennende Kerzen, ein Messer. Das hier haben wir auch schon gelesen, oder? Ja. Dass wir im Kenntnisstand sind. Diese Kerzen haben sich nicht gerade selbst angezündet, oder? Ernsthaft? Das ist mir nicht aufgefallen. War das so? Gut, wie viel haben wir denn hier noch?
42, 16. Maschinenpistole. Ja, ich glaube, wir versuchen es mal mit der kleinen Knifte. So, dann gehen wir mal los. Sollen wir nochmal speichern, ganz kurz? Komm, wir speichern nochmal. Ich bin immer fasziniert davon, wie schnell dieses Spiel eigentlich speichert. So, Leonard. Dann kommen wir mal. Ich habe ja immer noch gedacht, dass hier irgendwie ein Trank steht, aber da steht kein Trank. Können wir es jetzt mal anreden vielleicht? Die Bahre, ich meine, der Altar ist in Blut getränkt. Es sieht aus, als wäre hier gerade ein Opfer dargebracht worden. Das hat Siege doch gemacht, oder? Hast du irgendwas verpasst? Okay, dann. Ich mach direkt mal ein Stückchen lauter. Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. Ha! Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful, but first, one must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Heather? Yeah, sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. What is this seal thing anyway? Don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine! I was appointed by God to be its guardian! The only thing you'll get from me is a gruesome death. Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway.
mir gerade aufgefallen ist, kann das sein, dass kann das sein, dass ich irgendwie ein Rätsel vergessen habe mit diesen 17 und 7 und 8? Treffe ich denn überhaupt? Ach, da ist er. Da ist er. Aufstehen, mein Herr. Meine, was zu überlegen. Ich habe jetzt am Ende noch gedacht, ich soll ihn vielleicht da reinschmeißen in diese Drehdinger da, diese Zahnräder. Aber scheinbar nicht. Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Oh! Ich habe einen Talisman. Gut, hätte ich mir sparen können. Ist mein Licht nicht an? So. Ach, hier. Hier sind wir. Hier gibt es wohl sonst nichts, das ich gebrauchen könnte. Wir gucken mal auf die Karte. Habe ich hier irgendwo Speicherung? Nee, wenn, dann war es im anderen Silent Hill, wo ich das gebraucht hätte. Ich hoffe einfach mal, dass ich es nicht gebraucht habe. Dieses, wenn das ein Rätsel war. An der Rezeption können wir speichern. Bin ich? Natürlich bin ich falsch. Also, ich habe echt gerade eine Orientierung, ich weiß auch nicht, wie ein Stein. So, hier die Rezeption. Thank you.
did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... Oh, but surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Kicked you. Made you cry. The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes. Yes. And that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Nie über Leonard? Okay, wir schauen jetzt mal, ob der gute Douglas noch lebt. So, wir haben Jack's Inn, die 106. Da müssen wir wieder hin. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was ich in den Kommentaren gelesen habe, aber irgendwas mit dem Club aus Silent Hill 2. Konnte ich da noch irgendwas tun? Ich habe den einen Tag irgend so was Komisches gelesen, ich weiß nicht, was das war. Da ging es darum, dass irgendeiner gefeiert wird, weil seine PS3 jetzt nach 18 Jahren den Geist aufgegeben hat, irgendwie. Irgendwas war da und ich denke mir so, hä, kriege ich jetzt auch einen Preis? Meine ist auch 17 Jahre alt. Ich will auch einen Preis. Ich finde das echt unfair. So, konnte ich noch was tun? Heaven's Night. Hier hat der gute Marie... Nee, die Maria hat hier gar nicht für uns getanzt. Das haben wir schon angeguckt, glaube ich. Ja, das kennen wir schon. Die hat in Silent Hill 2 nicht für uns getanzt. Wieso eigentlich nicht? Oder war das nur diese Extra-Story von Silent Hill 2, wo sie getanzt hat? Da liegt ein Poster. Aber mit dem haben wir, glaube ich, schon geredet. Ein Werbezettel von einem Club. Es zeigt eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Lady Maria! Wieso lange schwarze Haare? Der hat doch blonde Haare. Okay, gut. Wir gehen mal zurück zum Douglas Douglas. Ja, das kenne ich schon. Bitte, ich möchte wieder raus. Wie kommt da? Ein bisschen abgerannt ist es schon hier.
Auto. Ich möchte mit dir ins Weiße laufen. Aber nicht ins Licht. So, also geradeaus und dann rechts. Dann gleich wieder rechts, oder? Nee, hier ist Tankstelle. Ist zu früh. Oh, lass mal im Kreis laufen. Boah, ist der Nebel hier? Hä? So, wenn ich jetzt hier in die Richtung gucke, ist das hier wenigstens die richtige Richtung oder nicht so? Ja. Hä? Die Ecken sehen hier echt alle gleich aus. Okay, ich bin richtig. Oh nee, ey. Kann das sein, dass ich gar nicht lang komme? Wie kann der auch nur ein Mädchen hier alleine lassen, ey? So komplett ohne Orientierungssinn. Und scheinbar betrunken, so wie sie läuft. Nach Resident Evil 3 werden wir übrigens in Resident Evil 4 reingehen. Hab ich das schon mal gesagt? Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Wenn doch, dann hier ist ein Hund. Halt die Klappe! Jack's Inn. Doch, wir sind richtig. Also schön. So, 106. Hier wird immer noch nicht gebacken. Wo 106? Ja, ich bin falsch. Ich gebe zu. So, jetzt aber. Wo ist 106? 105? 106. Das ist aber nicht Douglas. He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no, just me. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? What he meant by that? You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. But closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks.
Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Also bitte, wer würde denn bitte ihm glauben? Da fällt mir doch, also da würde mir ein Ei aus der Hose fallen. Der ist ja mal noch weniger vertrauenswürdig wie der Leonard. Der war ja schon, nun ja. Okay, Vergnügungspark, da wo alles begonnen hat. Nathan Avenue, wir müssen jetzt da lang. Historical Society Dingsbums da, da waren wir auch schon mal. Irgendwie komme ich mir gerade total besoffen vor, wenn ich hier mit ihr durch das Nichts laufe. Ich weiß auch nicht warum. Und dann noch, das noch nicht mal, weil ich hier so rumeier. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, hier. Was? Gefangen. Gefangen im Hotel. Ach, hier geht's raus. Man konnte hier aber auch nirgendwo speichern, oder? Wir halten uns jetzt mal rechts. Wir halten uns mal rechts am rechten Gehweg. Boah, noch nicht mal den Gehweg erkennt man richtig. Was ist denn hier los, ey? Junge, 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 was ist denn heute los? Ich bin mit den Pfeiltasten übrigens, falls es jemand interessiert. Also, oh Gott, um Himmels Willen. Mit dem Stick kann ich nicht spielen, wäre ich wahnsinnig. Ich muss mal gerade, um meine Augen zu beruhigen, ganz kurz hier gucken. Okay, Nathan Avenue. Okay, wir nehmen den Mittelstreifen, den sieht man leichter. Wo ist er hin? Da ist er. Da ist er. Hä? Ach so, Ladebildschirm. Wir betreten ein neues Areal. Lakeside Vergnügungspark. Guck mal, selbst die merkt das. Oh, hell. Okay, das ist jetzt... Oh nein, es ist doch schon wieder das blöde Silent Hill. Oh. Oh no, was liegt denn da vorne jetzt schon wieder rum? Hasen hier. Ein riesiges Hasenkostüm. Ist es das Maskottchen des Vergnügungsparks? Ich will nicht hineinsehen. Irgendwas da drin riecht furchtbar. Aha. Aha, das ist aber Kunst, eine Leiche in dieser Kiste. Hier gibt es nichts Interessantes, was? Okay, ja, wenn das nicht interessant ist, dann weiß ich auch nicht, was ich interessant finde. Eine Karte des Vergnügungsparks, die kann ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Da ist eine Leiche in der Kiste. Hä? Okay. Ja, das Szenario kennen wir hier schon ein bisschen. Low. Es ist ein Popcornwagen, nicht besonders interessant, aber mit dem Popcorn scheint was nicht zu stimmen, da verzichte ich lieber drauf. Aber hier würde ich ja sowieso nichts essen. Macht Sinn, ja. Aber wir kommen gar nicht ins Klo, okay.
Was war das? Oh! Also, hätte ich irgendwo eine Karte? Lassen Sie mich bitte vorbei. Ich habe da echt, hallo, Entschuldigung. Ich habe nicht gespeichert. Ich weiß nicht, wo meine Karte ist. Ich... Ich werde mit Sicherheit nicht meine Munition gegen das Vieh verschwenden. Fällt aus, ey. Das hier ist Lichter. Ah, stimmt. Speicherung? Karte eventuell? Das ist ein Hasenstofftier. Da ist ein Hasenstofftier. Trockenes Rindfleisch. Da was geschossen. Das ist doch ein Souvenirshop. Warum gibt es hier keine Karte? Ich würde sogar dafür zahlen. Ach, ist das hier runtergefallen oder was? Ach, guck mal da. Was ist das? Ich habe einen Achterbahn. Oh. Cool. Wollte ich nicht mehr. Karte irgendwo verpasst. Da gibt es nichts für uns. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Nee. Okay. Wie kommen wir zur Achterbahn? Das ist die Frage. Hä? Was denn wieder? Das ist kaputt. Oh nee, ey. Muss ich euch jetzt echt umbringen? Komm ich an denen irgendwie vorbei? Lass mich vorbei! Oh Mann, ey, Junge! Oh nee, ich muss da nicht. Das war jetzt blöd. Gott, nix. Steh auf. Na. Jetzt hört's aber auf, ey. Wie Schweine. War doof. Okay. Oh, nee. Leute. Auf, bitte. Oh, die Igelhunde. Endlich wieder. Okay, der Controller atmet schon wieder mit mir. Hier ist schon mal Ende. Ja, ist schon mal schön.
glaube, ich habe echt irgendwo die Karte liegen lassen. Ach ja, wir wollen noch Achterbahn fahren, das passt doch. Hallo, ich hätte gerne eine Kasse. Ich hätte gerne ein Ticket. Ist ein Kassenhäuschen, aber es ist niemand drin. Okay, wir haben schließlich den Schlüssel. Wir haben jetzt hier den Wattcoaster. Irgendwann Coaster. Wir gönnen uns noch mal ganz kurz so ein Ding. Oh. Wer hätte das gedacht? Wir haben keine Munition mehr. Och nee. Oh ja. So, dann geht es mal los hier. Oh nee, ein Gesundheitstrank. Warum gibt es hier so viele? Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da ist ein Schalter auf der linken Seite. Oh nee. Hier ist auch wieder Deko. Was zum Teufel ist das? Ich habe das Gefühl, dass ich mir was Übles einfangen könnte, wenn ich es anfasse. Damit gebe ich mich besser nicht ab. Nicht, dass ich wollte. Okay. Das sieht wie die Steuerung einer Achterbahn aus. Sie ist noch eingeschaltet. Muss ich sie ausschalten? Wollte ich das jetzt? Soll man nicht lieber mit der Achterbahn fahren? Okay. Dann wollen wir nicht mit der Achterbahn fahren. Wie komme ich hier weg? Hä? Hallo? Wo ist denn das Gleis? Ach, da. Dann geht mal los, die wilde Fahrt hier. Also irgendwas passiert hier. Wir haben zwei Sicherheitstränke, Gesundheitstränke gefunden. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Oh nee. Find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, Mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand.
You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Ich frage mich ja tatsächlich immer noch, wer uns auf die Gleise damals gestoßen hat. Das ist ein Kassenhäuschen, ich kann nichts Ungewöhnliches daran erkennen. Was ist hier los? Popcorn halt. Hä? Ach da. Es ist nichts draufgeschrieben. Das sollte wohl die Wartezeit oder so draufstehen. Wally, was? Irgendwas welcome? Geisterbahn? Ah ja. Wally Haunted. Ah! Haunted Mansion. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend oder Tag. Bleibt gesund. Morgen geht es weiter um 22 Uhr mit Silent Hill 3. Danke an Robert Dark für die Kanalunterstützung und bis morgen hier in der Haunted Mansion. Tschüss.